Herr Mappus, was sind die Stärken und Schwächen der Wirtschaftsregion Ulm? Ich kenne eigentlich vor allem die Stärken. Wenn Sie die ganze Region Donau-Iller anschauen oder wenn Sie den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Ulm anschauen, dann haben wir in Ihrer Region die niedrigste Arbeitslosigkeit in ganz Baden-Württemberg. Wir haben vor allem die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in ganz Baden-Württemberg mit 2,3%. Das ist ein mega Spitzenwert in ganz Europa. Wir haben eine tolle Entwicklung. Ich kenne nur Stärken dieser Region. Sie hat eine hohe Lebensqualität. Sie hat einfach alles, was eine Region braucht und voranbringt. Wird die Wirtschaft der Region Ulm im Alb-Donau-Kreis denn von Stuttgart 21 profitieren? Ja klar, denn schauen Sie, es war schon immer so, dass Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, ganz entscheidende Voraussetzung für gutes Wirtschaften ist. Denn Sie bekommen Wirtschaft und die Menschen, was Lebensqualität angeht, nirgends hin, wo es keine Verkehrswege gibt. Das heißt, Schienenverkehrswege sind zentral für die Zukunft, deshalb machen wir das. Ihre beiden Söhne sind im Grundschulalter. Wie erklären Sie den beiden das Thema Atompolitik oder auch den GAU in Japan? Die werden das ja mitkriegen. Ja, natürlich. Und der ältere der beiden Söhne hat vor kurzem am Frühstück gesagt, warum schalten wir eigentlich nicht alle Atomkraftwerke einfach ab? Und dann habe ich ihm genau das erklärt, was ich jeden Tag auch in Reden und im Parlament versuche zu erklären, dass wir so schnell wie möglich aus Kernkraft heraus wollen. Dass ich aber die Frage zu beantworten habe als verantwortungsvoller Politiker, wie ich stattdessen die Energie gewinne. Und der Energiebedarf in Baden-Württemberg steigt deutlich. Rot-Grün hat letzten Umfragen zufolge doch jetzt wieder ein paar Punkte zugelegt. Kann Japan die Wahl entscheiden? Ich glaube, dass gerade übrigens in Baden-Württemberg viele Themen in Summe wahlentscheidend sind. Da gehört dieses Thema dazu. Das wird eine Rolle spielen. Die Energiepolitik, aber Baden-Württemberg besteht aus sehr viel mehr als aus Energiepolitik. Und deshalb bin ich mir sicher, dass es am Ende in Summe wahlentscheidend sein wird. Und deshalb bin ich sehr optimistisch. Dennoch ist natürlich das Thema Japan und auch Atompolitik in Deutschland im Moment das Thema, worüber alle reden, worüber auch die Wähler natürlich reden. Ihre Prognose? Für die Wahl? Ja. Meine Prognose und das, für was ich arbeite, ist, dass Schwarz-Gelb eine Mehrheit hat. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Meinen Sie, dass das Abschalten der AKWs hier im Land, das kurzfristige Abschalten der älteren AKWs, Ihnen da eventuell jetzt doch noch den letzten nötigen Aufschwung geben kann, wieder bis zur Wahl doch noch in der Wählergunst zu steigen? Ich glaube, das Entscheidende ist nicht das Abschalten von Kernkraftwerken, sondern das Entscheidende ist, dass man ein glaubwürdiges Gesamtkonzept hat. Ich glaube, dass die Bürger sehr viel intelligenter sind, als so manche Politiker glauben. Also jetzt hinzugehen, zu sagen, wir schalten jetzt möglichst alle Atomkraftwerke ab, das ist A, ein bisschen plump mit Verlaub und B, wäre das auch zu schlicht. Das kaufen einem die Bürger auch nicht. Aber trotzdem machen sie es. Nein, wir machen es bei Neckarwestheim, wo die EnBW erklärt hat, dass aufgrund der hohen Sicherheitsanforderungen, die das Land im Zuge übrigens der Laufzeitverlängerung gestellt hat, es nicht mehr rentabel ist, es wieder anzufahren. Das heißt, das bleibt auf Dauer vom Netz. Und in Philippsburg 1 geht es zunächst mal um 3 Monate, in denen die Sicherheitsfragen überprüft und die aktuellen Erkenntnisse aus Japan eingespeist werden. Bei den anderen Kernkraftwerken findet auch eine Überprüfung statt, aber im Betrieb. Das heißt, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, jetzt schalten wir alle Atomkraftwerke ab und alle Probleme dieser Welt sind gelöst. Das wäre auch zu schlicht. Das wird mir übrigens auch niemand abnehmen, sondern ich glaube, die Menschen wollen ein Gesamtkonzept und deshalb stehe ich für einen nationalen Energiekonsens, in dem wir das hinbekommen. So, heißt das, haben wir nämlich keine Zeit mehr.